Hallo, das ist das Video Nummer 6, das Thema Optimierungsaufgaben. Folgende Aufgabe: Maximiere das Volumen eines Kegels mit dem Radius R und Höhe H in einer Kugel. Und der Radius der Kugel beträgt R. So, wir haben hier einen Kegel. So, sieht so aus. In einer Kugel. Und wir möchten das Volumen dieses Kegels maximieren. Die Höhe des Kegels beträgt h und mit dem Radius r, klein r, und der Radius der Kugel beträgt r, das ist r, hier haben wir überall r. Was möchten wir maximieren? Also das Volumen des Kegels. V, das Volumen beträgt ein Drittel, die Formel musst du kennen, ein Drittel mal Pi mal R zum Quadrat, das ist R, und das ist gleich H. Ein Drittel mal Pi mal R zum Quadrat mal H, Höhe, das ist H und das ist R. So. Wir müssen jetzt ableiten, um die extremen Stellen zu finden, aber wir haben hier R und H. Das heißt, wir müssen entweder H nach R auflösen und hier einsetzen oder andersrum. Wir machen es andersrum. Das heißt, für R Quadrat möchte ich irgendwas einsetzen, damit wir hier nur H haben. Wenn wir nur das H haben, können wir hier dann nach H ableiten. Wichtig ist, dass du weißt, dass diese Länge H minus R beträgt. Warum? Also hier haben wir H und hier haben wir R. Also deswegen haben wir hier H minus R. Und hier haben wir R, groß R. Warum? Weil der Radius der Kugel gleich R ist. Hier R, hier R, hier gleich R, hier gleich R, hier gleich R. So, also da da haben wir R und da haben wir H minus R, groß R. Und dieses Dreieck brauchen wir jetzt, um den Satz des Pythagoras einsetzen zu können. Also Dreieck, Hypotenuse zum Quadrat, also R zum Quadrat, gleich die Seite zum Quadrat, haben wir gesagt, H minus R. Also h minus r zum Quadrat plus die Seite zum Quadrat, also klein r zum Quadrat. Nochmal r zum Quadrat gleich h minus r zum Quadrat plus r zum Quadrat. Jetzt müssen wir hier für r Quadrat einsetzen. Was mache ich hier? Ich kann hier minus h minus r zum Quadrat machen, beide Seiten. Dann habe ich r Quadrat minus h minus r zum Quadrat gleich r zum Quadrat. Also r zum Quadrat ist gleich r Quadrat minus h minus r zum Quadrat. Jetzt kann ich auch die binomische Formel hier anwenden. Somit haben wir r Quadrat gleich groß R zum Quadrat minus, Klammer auf, h zum Quadrat minus 2 mal h mal r plus r zum Quadrat. Das ist die binomische Formel, a minus b zum Quadrat gleich a zum Quadrat minus 2 mal a mal b plus b zum Quadrat. In diesem Fall h ist gleich a und b ist gleich r. So, dann setze ich ein h zum Quadrat minus 2 mal h mal r plus r zum Quadrat. So, jetzt ausmultiplizieren, das heißt minus, Klammer, auflösen. Dann habe ich r zum Quadrat gleich groß r zum Quadrat minus h zum Quadrat minus mal minus. Dann habe ich plus 2 mal h mal r minus mal plus, dann habe ich minus
R zum Quadrat. Fasse ich zusammen. R Quadrat gegen R Quadrat weg. R Quadrat gleich minus H Quadrat plus 2 mal H mal R. So, setze ich ein. V ist gleich 1 Drittel mal Pi mal R Quadrat, also R Quadrat ist gleich das, also mal minus H Quadrat, in Klammern nicht vergessen, plus 2 mal H mal R mal H. Wir haben eigentlich nur R Quadrat eingesetzt. Jetzt habe ich in der Funktion nur H. Und hier habe ich H, hier habe ich H, hier habe ich H und kein R mehr. Und dieses Groß R ist natürlich bekannt, ist eine Zahl. Ist eine Zahl, deswegen habe ich eigentlich nur ein Parameter hier. Und zwar H. Deswegen kann ich auch hier V von H schreiben. V von H ist gleich das. So, ein bisschen vereinfachen. Dann schreibe ich ein Drittel mal Pi mal H ausmultiplizieren. Kann ich auch H hier hinschreiben. Mal H. Dann habe ich hier H ausmultiplizieren. Das heißt H mal minus H Quadrat. Dann haben wir minus H hoch 3. H mal 2 mal H mal R plus 2 H Quadrat mal R. Richtig? Ausmultiplizieren. Und jetzt müssen wir die erste Ableitung gleich 0 setzen. Also V' von H gleich 1 Drittel P. Das H ist in diesem Fall wie X zum Beispiel. So, mal die Ableitung von minus H hoch 3 gleich minus 3 H hoch 2 plus die Ableitung von 2 mal H hoch 2 mal R kann ich auch bisschen andersrum schreiben. Ich kann auch so schreiben. 2 mal R mal H Quadrat. Richtig? Und die Ableitung von plus 2R. R ist eine Zahl. Und die Ableitung von H Quadrat ist 2 mal H. Also 2 mal 2, 4 mal H mal R insgesamt. So, ich setze die erste Ableitung gleich 0. Das heißt, Klammer gleich 0 setzen, weil 1 Drittel P immer positiv ist. Das setze ich minus 3H zum Quadrat plus 4 mal H mal R gleich 0. Um H auszurechnen, kann ich hier das H ausklammern. Dann habe ich minus 3 mal H plus 4 mal R gleich 0. Das heißt, entweder H ist gleich 0 oder minus 3H plus 4R gleich 0. Hier mache ich minus 4R, dann habe ich 3 mal H ist gleich minus 3 mal H minus durch minus 3 teilen. Dann habe ich H ist gleich 4 Drittel R. Also H muss gleich 4 Drittel R sein. Das ist eine Maximalstelle. Und bei H gleich 0 haben wir eine Minimalstelle. Logischerweise. Wenn H gleich 0 ist, haben wir eigentlich kein Volumen. Also minimal. So. Also H muss gleich 4 Drittel R sein. Und wir können natürlich R ausrechnen. Wir haben gesagt, R zum Quadrat ist gleich minus H zum Quadrat. Plus 2 mal H mal R. Hier haben wir eingesetzt eigentlich für R Quadrat. Und das bedeutet R Quadrat ist gleich minus. Für H setze ich 4 Drittel R ein. Minus 4 Drittel R zum Quadrat. Plus 2 mal H. Plus 2 mal H. H ist gleich 4 Drittel R. Mal R. So, fassen wir zusammen. R Quadrat ist gleich minus
16 Neuntel r Quadrat plus 2 mal 4, 8 Drittel r mal r r Quadrat. Also 8 Drittel r Quadrat minus 16 Neuntel r Quadrat gleich, kann ich eigentlich r Quadrat ausklammern, dann habe ich minus 16 Neuntel plus 8 Drittel. Also gleich 8 Neuntel r Quadrat. Also r Quadrat, klein r Quadrat gleich 8 Neuntel groß r Quadrat. Zum Beispiel, wenn der Radius der Kugel gleich 50 ist, um das Volumen des Kegels zu maximieren, müssen wir h, also die Höhe des Kegels, gleich 4 Drittel mal 50 setzen. Oder wir müssen, hier kann ich auch Wurzel ziehen, dann r ist gleich Wurzel aus 8 geteilt durch Wurzel aus 9 mal Wurzel aus r Quadrat. Also Wurzel aus r Quadrat gleich r. Wurzel aus 9 gleich 3. Also wenn der Radius der Kugel 50 beträgt, die Höhe des Kegels muss gleich 4 Drittel mal 50 sein, damit das Volumen des Kegels maximal wird. Oder der Radius des Kegels muss gleich 8 Wurzel aus 8 Drittel mal 50 sein. Kannst du mit Taschenrechner zum Beispiel rechnen. Das heißt, jetzt allgemein haben wir diese Aufgabe gelöst. Also h gleich 4 Drittel r und r gleich Wurzel aus 8 Drittel r. Für Wurzel aus 8 kannst du auch 2 Wurzel aus 2 schreiben. So ist auch richtig. Oder so. Und das maximale Volumen kannst du auch natürlich ausrechnen, indem du r und h hier einsetzt. Also Vmax gleich 1 Drittel mal Pi mal r Quadrat, also Wurzel aus 8, 3r zum Quadrat mal h mal 4 Drittel r. Kannst du jetzt zusammenfassen und das Ergebnis auch unten kommentieren. So, das war eine andere Aufgabe. Das Thema weiterhin Optimierungsaufgaben. In den nächsten Videos werden wir weitere Aufgaben lösen. Bis dann. Tschüss.